Schalter. Interviewraum. Okay. Und ein Boss. Oh, ja. Den packen wir. Was nehmen wir? Erdschwert, Erdstreich. Erdfuhr, Heilung. Ja, zusätzliche Heilung wäre nicht schlecht, ja. Ich habe ja schon gute Karten, aber das wäre jetzt wirklich was sehr Gutes noch. Heilung, da darf man echt nicht unterschätzen. Also das ist schon hilfreich. Vor allem, wenn man erstmal die drei da am Anfang hat. Oh, die gehen mir so auf den Puffer. Naja, entschuldigt, auf die Nerven. Ohrengewisch. So, da haben wir auch schon ein Herzchen. Sehr schön. So, die sind mit ihrer ersten Hilfe, ehrlich. Also wie gesagt, wir werden... Ich habe noch viele Projekte. Ich habe auch noch Lego-Spiele, die sollten eigentlich schon gespielt sein. Also aufgenommen werden. Und dann nach und nach eben halt online gestellt werden. Allerdings fehlt ja irgendwie immer die Zeit. Und deswegen konnte ich da noch nicht so richtig was aufnehmen. Und jetzt habe ich ja dieses Spiel angefangen, was eigentlich gar nicht in Planung war oder so. Aber es ist einfach ein geiles Spiel. Und das musste gespielt werden und nach vorne geschoben werden. Und ich bin halt am überlegen, es gibt jetzt in den nächsten Monaten wieder etwas, wo ich weniger da sein kann. Es stehen noch Hochzeiten an, Geburtstage, also ich werde viele Wochenenden jetzt wieder keine Zeit für irgendwas haben, leider, zum Aufnehmen. Im Juli geht's für eine Woche nach Dänemark, schön erholen. Schöne Luft dort genießen und Softeis futtern bis zum geht nicht mehr. Schön mit Streusel drauf. Oh, lecker. Ich möchte jetzt schon nach Dänemark. Wer fährt mich? Nee, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel los. Und deswegen versuche ich einfach ein bisschen was aufzunehmen schon. Ich werde auf jeden Fall noch parallel irgendwas machen. Gucken, dass ich noch was anderes hinkriege. Damit es eben halt die anderen Abonnenten, die das vielleicht nicht gucken möchten bei mir, eben halt was anderes zu gucken kriegen. Boah, ich bin immer noch in der zweiten Runde. Immer noch. Da kann ich ja meine ganze Lebensgeschichte erzählen, bis die da durch sind hier mit den Kloppen in der zweiten Runde. Puh. Da haben sie sich wieder hochgeheilt. Sehr cool. Okay, große Gegner jetzt in den ersten drei Runden waren es jetzt nicht. Sie waren nur eben halt, also die zwei Runden waren nervig. Jetzt die, das geht eigentlich. Finde ich zumindest, die heilen sich wenigstens nicht so. Das war ja echt übel. Oh, 700 Leben schon weniger. Was? Wo bleiben meine Herzchen? Gib mir meine Herzchen. Autsch. Autsch. You've no hope. Aber Echo macht auch wieder nichts, ne? Also, die ist nicht so wirklich hilfreich. Ich muss mich dringend heilen. Gut, die vier haben wir schon mal weg. Jetzt noch den. Watch this. Na. Das Lustige ist, gleich ist der Boss-Typ da und ich habe eine Vermutung. Entweder ist es die Schildkröte oder ist dieser Drachen-Dämonen-Vierbeiniger-Monster-Ding der Boss. Also einer von den beiden bestimmt. Die sind ja hier schon öfters aufgetaucht. Wobei es gab auch diesen Elementar-Golem da, diesen Stein-Elementar-Vieh.
besiegt. Haha. Oh, ja. Wenn man vom dritten spricht, dann ist es das auch noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das wird ja spannend. Mit dem Schwert auf Stein drauf kloppen. Ich weiß ja nicht. Oh, Feuer ist gut. Ah, sehr gut geheilt. Wunderbar. Oh, mit Barriere hat auch gut. Here I come. Na? Bis wir den in Schock haben, ey, das wird noch lange dauern. Oh, oder auch nicht. Nächster Schlag. Ja, das Problem ist, wir müssen da mehr an Zeit investieren. Den zwei- oder dreimal müssen wir den in den Shop versetzen. Also einmal auf jeden Fall noch. So viel Schaden, wie ich da nur mache, das ist ja übel. Oh. Na. Dann hau ihn schon rein. Okay, jetzt noch. Na, noch hauen, komm schon. Dann haben wir ihn. Komm, komm. Juhu. Na super. Ja, das ist echt übel, oder? Mach mich ständig in einen Stein rein, das ist ja fies. Komm, noch ein paar Schlägen. Yeah, geschafft. Zwei Karten? Ja, ist nicht schlecht. Juhu. Schon wieder 350, sehr schön. Hier 85. Das ist echt der Wahnsinn. Und 1000. Woo! Und 1000 Wasser. Und 10.000 Gil. Drei Sachen in der Kiste. Geil. Okay, das heißt wieder zurück. Zack, zack, zack. Und dann da. Und hier ist irgendein Sicherheitsschalter. Wahrscheinlich für irgendwo. Wahrscheinlich für hier. Aber wir werden trotzdem weitergehen. Ja, der sieht total danach aus, aber wir werden trotzdem weiter oben rumgehen. Ja, werden wir, ne? So. Windstoß können wir machen. So. Ja, wir müssen sie jetzt zurückkämpfen, das ist das einfach. Die Typen wieder. Die kriegen wir aber auch platt. Aber ich habe das Gefühl vom Anfang her und jetzt sind wir auf jeden Fall gegen die viel stärker schon. Auf jeden Fall stärker. Das eine Mal haben wir doch fast eine ganze Folge gebraucht, nur um die zu kriegen, also fertig zu machen. Aber jetzt schon definitiv schneller. Es sei denn natürlich, man hat schon wieder drei Stück von denen. Boah, das gibt's doch nicht. Wie viel Pech müssen wir denn haben?
Oh, noch zwei. Und nur noch zwei. Gott sei Dank sind es nur vier Runden. Ich hoffe, in der letzten Runde jetzt gleich kommen nicht nochmal drei von denen. Jetzt Eilgabe zu geben, ist es ja toll. Oh, eine Karte. Oh, eine Karte. Oh, cool. Okay, den haben wir auch fast im Schockzustand. Schutzbruch? Oh, bist du fies. Einmal zuhauen. Schön. Nächste Runde bitte. Die nächsten bitte. Oh ja, das geht. Von dem Großen noch eine Karte, das wäre auch noch schön. Oh, ne, von dem Kleinen auf jeden Fall noch eine Karte, das ist gut. Wenigstens etwas. Jetzt vom Großen noch, das wäre echt geil. Wow. Hatte ich auch schon erwähnt, dass mein Rechner mit diesem Spiel echt am Hetzen ist. Also der treibt sich richtig hoch, der wird dann richtig laut. Dieses Spiel nimmt dann doch ein bisschen mehr Last. Also es ist... Und mein Rechner ist immer sauber. Also den mache ich einmal im Monat, wird er ausgesaugt und alles. Weil der sich nämlich wahnsinnig schnell mit Staub zuzieht. Ich habe dieses Gefühl, diese Wohnung zieht Staub von allen anderen Wohnungen auch noch an. Also, ich bin hier nur am Staubwischen und alles. Und saugen, also das ist schon echt heftig hier in der Wohnung. Wow! Geil! Noch mehr Leben! Ist das geil. Das ist doch geil, oder? Ist der Hammer! 68 wieder, zack, zack. Drei Stück, wunderbar. Sehr geil, sehr geil. 1400, müssten wir mal gucken, ob wir da nicht schon wieder was machen könnten. Was würde ich gucken? Ach ja, Jobkarte, Talente. Jo, Magie könnten wir. Wäre auch gar nicht mal so doof. Und die anderen können wir dann später sparen, weil das sind ja taub. Heiliger Bimbam. Ist aber echt nicht billig. Wir müssen sowieso alles machen. Das ist klar. Um dann hier den Dunkelritter freizuschalten. Und zwar den hier. Und hier sind die Sachen erst recht teuer. Ja, heftig. Aber das kriegen wir alles hin. Das machen wir. Hier aktivieren wir das nochmal kurz. Dann haben wir das schon mal wieder gemacht.